Es ist ein Konvolut, was Sie jetzt erleben, weil so viele Akteure, die hier sind, beteiligt sind über einen Zeitstrahl von 20 plus Jahren. Sollte ich jemand vergessen, sehen Sie es mir nach. Das wird auch langsam kröselig und irgendwie schlafen wir heute Nacht auch nicht so gut. Ich darf mich erstmal recht herzlich bedanken und kann Ihnen versichern, dass wir die Aufgabe mit Inhalt füllen, Content, wie man heute so schön sagt, und möchte einfach ausholen ein bisschen. Ich bin ja schon ein etwas älterer Honorarprofessor im Lande Niedersachsen und der Ursprung liegt ja bei der PFH und das wollen wir heute auch nicht vergessen. Frank Albe mit seinem Engagement, Falk Berster, den ich immer mal aus seinen Otto-Bock-Aktivitäten missbraucht habe, mich da zu unterstützen. Und auch der Ursprung des Studiengangs Orthobionik, der weltweit einmalig ist, wo wir lange drum gekämpft haben. Alf Reuter weiß das, wie komplex die Situation ist, nach der deutschen Lehrlings- und Meisterausbildung noch so ein Study aufzusetzen, Bachelor, Master und das jetzt auch geräuschlos zu überführen in Richtung HWK an diesem Platz hier, wo auch immer Joachim Kreuzburg heute steckt, einfach sagen muss, das hier kann ein Nukleus sein, dieser Platz für vieles im Life Science Bereich, aber auch in unserem Kern des Human Empowerments, der Lebensqualität für Menschen mit Handicap. Und ich freue mich auch, dass ich Joachim inspirieren konnte durch meine Aktivitäten in Berlin, Bötzow-Quartier, was vielleicht so ein kleiner Patenonkel ist vom Sartorius-Quartier hier in Göttingen, und dem Fab Lab, was wir dort über 5 Jahre gelebt haben in einem Zelt und im Vorfeld den vielfältigen Aktivitäten im Science Center, wo wir gezeigt haben, Medizintech, Healthtech und was das bewirken kann. Und in den vielen Gesprächen mit Joachim Kreuzburg haben wir immer gesagt, in Göttingen muss sowas entstehen, so ein Platz, so ein Nukleus. Zusammenarbeit mit der Universität, der privaten Fachhochschule HWK und aber insbesondere der UMG hier in Göttingen. Und ich komme gleich nochmal drauf und habe auch ein paar Protagonisten dabei, die erklären, was wir jetzt eigentlich vorhaben und was auch in dem Gebäude, was wir jetzt zum Jahresende besiedeln, passieren wird und welchen Impact, wie wir heute so schön sagen, das auf Forschung, Lehre, Ausbildung im Bereich der technischen Orthopädie haben kann, mit Strahlkraft über Göttingen hinaus, über Deutschland hinaus und in die Welt hinein. Jetzt muss ich aber weitermachen bei Protagonisten. Herr Wjöhl, aus unserem Zusammentreffen und dem Herrn Tränen, der mich nach dem Meeting verfolgt hat, ja, die ganze Story muss man ja mal erzählen, verfolgt hat und hat gesagt, Herr Neder, bleiben Sie mal stehen. Da gibt es tolle junge Erfinder, da gibt es den Herrn Professor Wjöhl, da kann was entstehen. Und dann habe ich wohl gesagt, ja, das ist ja toll. Dann hat er gesagt, ja, aber die brauchen Geld und das bis morgen früh. O-Ton, Tränen. So habe ich gesagt, naja, jetzt haben wir heute Abend 18 Uhr, 19 Uhr. Ich muss da das auch mal verstehen, um was es überhaupt geht. Und dann sagt Herr Tränen, ja, dann lassen wir uns doch morgen früh um 7 treffen.
mit Dirk Wandke, ich weiß nicht, ob Sie auch dabei waren, und daraus ist Chinogy entstanden. Daraus sind 1, 2, 3 andere Firmen entstanden, auch die Chinogy Laser, die sehr erfolgreich auch unterwegs ist. Und das ist so ein bisschen dieses Matching, was ich gerade in der letzten Woche in Amerika erlebt habe, wo das ganz aktiv passiert. Erfinder, Erfindungen, Hochschulen treffen sich, und dann braucht es eben, ob nun die Amerikaner das als Venture Capital oder Private Equity oder einfach unternehmerisches Engagement, oder man kann es auch ganz einfach sagen, es braucht irgendwo Geld, der und das das Ganze befeuert. Und oftmals in den USA ist das Staatliches und Privates, die da sehr Hand in Hand gehen. Und wir sehen das, erleben das ja an der Innovationsgeschwindigkeit, wo wir in Deutschland einfach viel auch noch lernen können. Aber wir uns da einig sind, dass wir auf einem guten, hoffentlich guten Weg sind. Sagen wir es mal so. So, dann ging das weiter mit Herrn Wjöll und der Gründung von Chinogy und den Ideen, die daraus entstanden sind. Und aus den Gesprächen mit Herrn Tren habe ich dann den Carsten Ley gecastet. Der war nämlich Absolvent der HWK im Bereich, Carsten, was hast du studiert? Regionalmanagement. So, und aus dem Carsten Ley und dem, was er gelernt hat an der HWK, ist der Stadtentwicklungsprozess Duderstadt 2020, 2030 entstanden. Daraus sind Impulse für die Südniedersachsen-Stiftung entstanden. Daraus ist gemeinschaftliches Engagement und wissenschaftlicher Input für Tabaluga-Haus und die Stiftung entstanden. Und ich möchte einfach nur anführen, dass im Tabaluga-Haus im Moment 25 Waisenkinder aus Kharkiv ein Safe Shelter geben, die wir unter sehr schwierigen Bedingungen gerettet haben aus der Ukraine. Kleine Waisenkinder mit 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, 11, 12, 13, 14, 15, die Älteren, die jetzt schon eine Ausbildung anfangen im Duderstädter Krankenhaus, Automechaniker, und die Kleinen, die vielfältige Betreuung brauchen, denn diese Kinder kommen aus sehr schwierigen familiären Umfeld. So, und das geht dann weiter, und jetzt sind wir wieder bei Herrn Tren zum Thema Sustainability und Nachhaltigkeit, wo wir mit der HWK an einem Wald forschen zwischen Leipzig und Dresden, den ich im letzten Jahr erworben habe, als CO2-Speicher für die Nederholding, unsere Top-Gesellschaft, wo wir Moore renaturieren wollen, wo wir auch versuchen wollen, ob man einen Wald eigentlich in verschiedenen Bewirtschaftungsebenen, Stichwort Windräder, im Wald, weg von Siedlungen, und das geht dann weiter Richtung Uruguay, Universität von Montevideo und all das, was wir da noch vorhaben. Also vielfältige Aktivitäten. Alles wird immer getrieben von Neugierde. Ich bin grundsätzlich neugierig, aber nicht im negativen Sinne, sondern ich glaube, und das hat mein Vater, meine Eltern mir immer beigebracht, dass wir die Welt nur verändern können, natürlich durch Verhaltensweisen und Verhaltensveränderungen, aber durch Erfindung. Auch das Thema Klima, ich komme gleich nochmal drauf, diese großen Krisen der Welt werden wir nur durch menschliches Verhaltensändern und Erfindungen bewältigen können.
Aber das können wir, wenn wir dran glauben. Und nach diesem kleinen Aufgalopp würde ich jetzt mal einsteigen. Ihr habt mir hier schöne Technik vorbereitet, sie mitzunehmen in Richtung Entrepreneurship, natürlich auch in Richtung Otto Bock, in Richtung HWK, aber auch in Richtung den vielfältigen Möglichkeiten, die sich hier im Rahmen der Lehre, im Rahmen der Zusammenarbeit mit der UMG, im Rahmen mit der Vernetzung in Niedersachsen, im Bund und daraus in die Welt ergeben können. Und die Motivation von jungen Leuten, denn Sascha, ihr seid unsere Zukunft, und nur wenn wir euch richtig unter Feuer setzen, haben auch wir eine Zukunft oder hat die Welt eine Zukunft. Ich fange einfach mal an und in der Mitte steht die digitale Transformation. Die größte Digitalinitiative, die wir erlebt haben, war Covid. Unter dem Druck von Covid haben wir es geschafft, Arbeit von egal wo leisten zu können. Ich erinnere mich noch daran, dass wir im Unternehmen an einem Wochenende 5000 VPN-Anschlüsse auf die Beine gestellt haben. Es musste einfach übers Wochenende funktionieren und es hat geklappt. Und heute erleben wir ja, wie Kommunikation alles sich weiterentwickelt hat im Rahmen der digitalen Transformation in dieser Covid-Krise. Ich möchte Sie entführen, nur einen ganz kleinen Tuck in die Geschichte, weil viele von Ihnen kennen die und die kann man ja immer neu erzählen, aber irgendwann wird es auch langweilig in Richtung Digitalisierung und in Richtung Transformation. Und jetzt kommt, glaube ich, ein Clip. Muss ich drücken? This is the story of the global bionic health tech champion, Otto Bock. The Otto Bock story is about purpose. Founded by a passionate family, built, rebuilt, expanded. In over 100 countries, for over 100 years. The Otto Bock story is about innovation by tradition. We were the first to set the standard worldwide in microprocessor-controlled knees. In myoelectric control. In neuromobility. In exoskeletons. And in patient care. The Otto Bock story is about empowering people to enjoy a fulfilling life. Let's write a new chapter of the Otto Bock story together. Let's move forward towards a better future for humanity. Otto Bock, the Human Empowerment Company. Ich komme gleich auf die Bedeutung von Netzwerken und Clustern. Und wenn wir hier im Landkreis Göttingen, zoomen wir mal auf unseren Mikrokosmos mit der UMG, mit Sartorius, mit Otto Bock, mit der HWK, der Wissenschaftslandschaft, ein unique proposition, wie die Amerikaner sagen würden, haben, ist es eigentlich, dass man diese Beauty nur richtig bespielen muss und zum Leben erwecken muss. Es ist alles da. Wir sind mitten in Deutschland. Alle Ingredients sind da.
Der Landkreis Göttingen und der erweiterte Landkreis Göttingen ist so klein, dass wir uns auch nicht verlaufen können. Wir treffen uns immer wieder. Und dieses Vernetzen durch Menschen, nicht durch Lenkungsgruppen und Lenkungsausschüsse, das habe ich mal, das schlimmste Wort, was es für mich gibt, ist Lenkungsgruppe. Das habe ich bei der Südniedersachsen-Stiftung mal erlebt. Ich will das jetzt nicht kommentieren. Frau Witt, das war lange vor Ihrer Zeit und den Akteuren. Hier schlummert so viel Potenzial, auch Ausgründungspotenzial aus der universitären Wissenschaftslandschaft. Und Sartorius und Otto Bock werden das auf den Landkreis und auf Göttingen bezogen befeuern, aber wir denken natürlich nicht in Landkreisgrenzen und auch das imaginäre Südniedersachsen ist da ein Raum, mit dem eigentlich keiner was anfangen kann. Eher schon mit KBS, Sumreis, Sartorius und Otto Bock und den vielen Ausgründungen, die es schon gibt. Mitten in Deutschland mit unserem Hub, dem ICE-Haltepunkt, wenn ich mich daran erinnere, auch der stand immer mal in Frage, was für ein Wahnsinn, hat ein riesiges Potenzial für Innovation und für Arbeitsplätze und für wirtschaftliche Prosperität. Auch da werden wir öfter noch drüber nachdenken in den nächsten Jahren, denn ohne dass die Wirtschaft funktioniert, funktioniert auch unser Gemeinwesen nicht. Aber die Diskussionen, die werden noch geführt werden. Wie Sie wissen, hat mein Großvater Otto Bock ja das Unternehmen 1919 in Kreuzberg, Köpenicker Straße, gegründet. Und die Geschichte ist da bekannt. Dann nach Thüringen, Flucht und Enteignung, Neuanfang im Eisfeld und dann einfach dieses Wachstum immer getrieben durch drei Elemente, die heute noch genauso sind. Faktor Mensch. Ich glaube einfach, dass die Menschen den Unterschied machen. Und wenn ich versuche, dieses Bild runterzuziehen, dann nehme ich immer Fußball, weil das funktioniert in Deutschland am allerbesten. Der oder die Richtige am richtigen Platz. Und es flutscht. Und Sie erleben alle, wir erleben alle in unseren Aufgabenbereichen, wenn es nicht flutscht, ist es auch Faktor Mensch, ganz oft. Es ist nicht so die Organisation oder was auch immer. Es ist das Zusammenspiel von Menschen. Ein weiteres Element, und Herr Würl, jetzt kommen wir zu Ihrer Anmerkung, warum macht er denn mit bei Chinogi, wenn er doch Prothesen verkaufen will? Ich glaube ganz dolle, und das ist auch Teil unserer Otto-Bock-Geschichte, an disruptive Innovation. Disruptiv. Und man muss auch den Mut haben, auch gegen die eigenen traditionellen Bereiche disruptiv unterwegs zu sein. Und die Otto-Bock-Geschichte hat das oft vorgemacht. Otto Bock bei der Gründung, seine Start-up-Idee war ja die industrielle Herstellung, industriell, ich nenne es mal Manufaktur, von Komponenten zum Bau von Prothesen und Orthesen, vom Hintergrund der Versorgungsnotwendigkeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und dann über Erfindung, das Modularsystem, was die Orthopädietechnik total verändert hat. Und Alf Reuter, wir haben uns darüber unterhalten, ich kenne noch die Briefe von unseren Kunden, Totengräber der deutschen Orthopädietechnik. Und dann haben wir weiter disruptiert mit den myoelektrischen Armprothesen, mit dem C-Leg und immer wieder versucht, durch Innovation ganz anders zu denken,
und machen das heute mit den Exoskeletons. Und ich war gerade in Oakland gegenüber San Francisco, wo wir ein Start-up, eine Ausgründung aus Berkeley übernommen haben im letzten Jahr. Und wenn man sieht, wie da gearbeitet wird, in einer alten Halle, da sitzen aber die Erfinder, da sitzen die Professoren, da sitzen die Metallbauer und da wird ganz schnell umgesetzt von einer Idee zum Prototypen, was mich total begeistert hat. Und dieser Garage-Gedanke, den versuchen wir ja auf Bötzow zu leben. Und dieser Gedanke hat auch Joachim Kreuzburg in vielfältiger Weise inspiriert, als er Wet Lab und seine Ingredients hier für den Sartorius Campus zusammengesetzt hat. Aber die größte Veränderung war in unserem Bereich die digitale Transformation eines Handwerks. Und alle, die sich mit Medizin beschäftigen, Annette, Jenny, wir wissen ja, wo wir in Deutschland stehen bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Da sind wir quasi noch im Mittelalter. Ich war gestern in Chicago, im größten Rehabilitationszentrum Amerikas. Da haben die Ärzte und die Therapeuten Zugang zu 70.000 Patientendaten in den unterschiedlichsten Kategorien. Auf ihrem Tablet oder auf ihrem Smartphone. Das spart Kosten und das verbessert den Outcome. Und keiner hat ein Problem damit. Es sind immer wieder die Menschenkinder, natürlich auch in einem Familienunternehmen. Und wir haben ja in Deutschland diese Familienunternehmen, die über Generationen sich hinweg entwickeln, wo ich natürlich das große Glück hatte, da im Eisfeld geboren zu werden und Frühstück, Mittag, Abendbrot, Otto Bock zu erleben. Und auch Georgia und Julia haben das natürlich auch, wobei Opa bessere Geschichten erzählt hat als Papa. Aber so ist das mit den Großeltern. Und ich bin riesig glücklich, dass Georgia nach ihrem Master in Kopenhagen jetzt ins Operative einsteigt, zu Otto Bock Frankreich geht und die Julia mit ihren vielfältigen Start-up-Unternehmen einen ganz anderen Weg beschreitet, aber eben auch in der digitalen Welt. Der große Unterschied zu Amerika ist, in Deutschland versuchen wir, über Generationen uns hinweg zu entwickeln. Mit dem Muss, dass Familienunternehmen sich eine ordentliche Governance geben, ordentliche Rahmen- und Verhaltensbedingungen und dass wir uns entschieden haben, eben die DNA von einem Familienunternehmen zusammenzubringen mit einem börsengelisteten Familienunternehmen. Ich hatte heute Morgen ein Interview mit dem Göttinger Tageblatt und wurde dann gefragt, ja, Porsche ist doch an die Börse gegangen, warum ist denn Otto Bock nicht an die Börse gegangen? Also nur, wer Sie mal fragt, so ein Porsche-Börsengang, das war kein normaler Börsengang, sondern es war ein Carve-out aus der Volkswagen-Gruppe mit einem Börsengang. Und Porsche ist schon sehr iconic, wenn wir das mal in Deutschland sehen. Die Wetterlage für IPOs in Deutschland, es wird in Deutschland in diesem Jahr keine IPOs geben. Unmöglich. Kapitalmärkte sind in einer katastrophalen Verfassung und das kann man ja auch ablesen bei den Bewertungen der hier in der Region börsennotierten Unternehmen. Digitalisierung. Ich bin nun kein IT-Experte. Ich muss auch hier an dieser prominenten Stelle zugeben, ich hatte nie einen Computer. Kann man sagen, kommst aus dem Eisfeld, hattest du einen Bierdeckel. Ich bin direkt umgestiegen von meinem Nokia-Knochen
auf mein iPhone. Und ich kann mit dem iPhone ein Unternehmen steuern, was knapp 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat in 60 Ländern der Welt und reduziere meine Kommunikation auf SMS, weil ich nicht gerne telefoniere. Weil mein Gegenüber mir immer viel erzählen will, aber ich schreibe lieber zack, zack, zack. Und alle, die mich kennen, wissen, wie diese Kurznachrichtenform eben auch funktioniert. Aber was ich gerne mache, ich sitze gerne mit Menschen zusammen und entwickle Gedanken. Und das viel lieber als telefonieren. Jetzt kommen wir mal zum Digitalisieren und der digitalen Transformation der Orthopädie-Technik. Die größte Veränderung, die wir im Moment durchlaufen, ist von Produktzentrik, dem neuen Fuß, dem Kniegelenk, dem Schaft, dem neuen Rollstuhl, dem Exoskeletal, zu User-Centric. Und wir haben uns 100 Jahre beschäftigt mit Produktzentrik. Und wir transformieren das Unternehmen gerade zu User-Centric. Was braucht eigentlich der Anwender und welche Bedürfnisse hat er? Das ist ein großer Unterschied. Sie können Ingenieure glücklich machen mit Produktzentrik und stellen dann auf einmal fest, dass es für dieses Produkt gar keinen Markt gibt. Und wir kommen da auch gleich nochmal drauf zurück. Für diese Kommunikation haben wir die Live Lounge gebaut und da George ja als G4 Generation das viel besser erklären kann als ich. Georgie, kommst du mal als quasi meine Senior-Assistentin? Ja, es ist ja immer alles ganz spontan bei uns. Deswegen habe ich quasi 2 Minuten bevor wir hier reingekommen sind, erfahren, dass ich quasi Teil der Vorlesung bin. Das SMS-Schreiben habe ich ihm übrigens beigebracht, wofür mich immer noch alle verfluchen, weil er jetzt wirklich gar nicht mehr ans Telefon geht. Ja, man kann immer mitlesen, ist auch schön. Genau. Also auf dem Weg zu mehr User Centricity machen wir tatsächlich ganz viel und das könnte wahrscheinlich eine eigene Vorlesung werden. Aber ein gutes Beispiel davon ist tatsächlich unsere Live Lounge, unsere Customer Relationship Plattform, die wir eben Live Lounge genannt haben, wo wir die beste Experience für unsere Kunden, also B2B, und unsere User aufbauen möchten, also B2C. Und quasi eine Einladung an alle, Kunden und User, Informationen sich dort anzugucken, Produkte zu suchen, Services zu finden oder sich mit anderen Usern zu connecten, wie in unserer User-Community Movao, Move as One heißt die, wo wir zum Beispiel die Möglichkeit haben, einfach mal zuzuhören und einfach mal zu schauen, was geben User anderen Usern für Recommendations, worüber unterhalten sich unsere User, was ist ihnen wirklich wichtig und für uns eigentlich eine total tolle Marktforschungsplattform, wo wir einfach mal zuhören können und da auch ganz offen für Feedback sein müssen. Oder andere Partner im Netzwerk zu finden, wie zum Beispiel das nächste Sanitätshaus, was ganz in der Nähe ist. Dort verbinden wir alle Touchpoints, B2B und B2C, digital und analoge, die wir dort in den Einklang bringen können und so eben die besten Experiences erschaffen. Und vor allem eben dieses tiefe Verständnis für unsere User aufbauen zu können, um dann noch bessere Services und noch bessere Produkte entwickeln zu können. Dabei müssen wir insight-driven sein, also wirklich zuhören, die Daten auch nutzen, conversational, also Dialoge bieten an all diesen Touchpoints und experience-driven sein, also wirklich um die Produkte und um die Services eine Erfahrung den Kunden bieten zu können. Und da gehört eben viel mehr dazu als nur die Services und Produkte. Genau. Und dazu gehören zum Beispiel Sachen wie Chatbots oder eben unsere User-Plattform, Community oder eben, dass man andere CPOs in der Nähe suchen kann, wo man sich versorgen lassen kann. Ja.
Das kann Georgia so viel besser als ich. Denn wir kommen ja jetzt in eine Welt, wo wir uns beschäftigen werden mit nicht nur Augmented Reality, sondern eben auch Metaverse und allen Dingen, die da auf uns zukommen. Denke nur daran, dass im Frühling jetzt die Apple Glasses kommen wird. Und auch das wird die Welt wieder transformatorisch verändern. Wie das mit mir funktionieren soll, weiß ich nicht. Ich habe heute gezählt, ich hatte in meinem Koffer 10 verschiedene Brillen, Sonnenbrillen, Brillen, wo ich mich draufgesetzt habe oder wo ich morgens draufgetreten bin und dann noch so ein Apple-Ding. Aber es kommt und es wird verändern. Was wir machen, und jetzt kommen wir hier zum Sartorius-Quartier, der Zusammenarbeit mit der HWK, der Zusammenarbeit mit der UMG, Zusammenarbeit mit dem Wehner Krankenhaus. Wir werden das Thema Patientenversorgung neu denken, voll digitalisiert, unter Einbindung der Biomechanik, der biomechanischen Forschung. Und ich habe ja das Glück, vorhin haben Sie gesagt, Sie haben auch so viele, die Ihnen helfen können. Ich habe das Gott sei Dank auch. Wenn der Herr Jarasch und Malte Bellmann mal auf die Bühne kommen und wir haben Gott sei Dank eine Anwenderin, vielleicht bringt er einen Stuhl mit hoch, dabei, die ich recht herzlich begrüßen möchte. Nochmal, ja, wissend, dass es, nicht einfach ist, quasi als Mobilitätsmodel vor einem Publikum zu stehen, das man gar nicht kennt. Und deshalb bin ich da wahnsinnig dankbar, dass wir immer wieder Menschen, um die wir uns kümmern, haben, die uns dann auch helfen, unsere Themen zu transformieren, und freue mich heute auch besonders, dass Frau Professor Neher da ist, denn die macht das ja hauptberuflich in ihrem schönen Kubus, diese Themen zu transformieren, und nichts anderes wollen wir ja hier im Sartorius-Quartier auch machen. Vielleicht habt ihr jetzt mal die Pläne. So. Muss, glaube ich, jetzt nicht so funktionieren. Ja, vielen Dank. Auch das, die Spontanaktion, aber trotzdem freuen wir uns natürlich, dass wir heute genau an diesem Ort auch sind, weil wir ja Teil dieses Ortes sind, hier mit unserem neuen Kompetenzzentrum. Und vor 4 Jahren, am 28.04., haben wir genau hier gestanden und da war hier sehr viel Schotter. Manche Gebäude standen noch, die da nicht mehr stehen sollten, und wir hatten gemeinsam überlegt, wollen wir nicht einfach das weitermachen, was wir schon in der Hermann-Rhein-Straße gemacht haben, uns auf den Patienten zu zentrieren? Und wir haben beschlossen, wir machen das einfach weiter, aber nochmal intensiver. Wir kümmern uns also wirklich um den Patienten, um all das, was getan werden muss, um dass Patienten so vor uns stehen, wie das nun unsere Patientin hier steht. Und dazu ist viel, viel nötig. Dazu ist zum einen das Nutzen der Chancen um die Digitalisierung, und damit meine ich nicht nur die digitale Produktion, sondern insbesondere auch die digitale Patientenversorgung, die vollständige Vernetzung von Daten, aber auch Informationen im interdisziplinären Team erforderlich. Und das werden wir hier im Sartorius-Quartier leben. Wir werden dort national, internationale Patienten dort sehen. Wir werden dort, und das wird Herr Wellmann gleich erklären, die biomechanische Forschung übernehmen aus der Hermann-Rhein-Straße. Und was noch viel wichtiger ist, weil wir die Patienten auch in Zukunft verstehen wollen, wir werden dort Coworking Spaces für unsere Mitarbeiter in Duderstadt haben. Das heißt, die kommen zu uns und werden hier wieder ganz neu Patientennähe erleben. Also genau sich mit den Menschen befassen, um die unser Tun halt eben jetzt, was unser Tun unterstützt und die Ziele halt eben definiert.
Also von daher Digitalisierung nutzen, um die Effizienz zu steigern, um wieder näher beim Patienten zu sein. Wir werden die Physiotherapie voll vernetzt in diesem Haus mit dem Rainer Junge dort leben, also die Versorgung, die Therapie, aber natürlich auch die Entwicklungsprozesse begleiten. Und darauf freuen wir uns halt eben ganz besonders und danken für die Chance, die wir hier auch bekommen haben im Sartorius-Quartier mit den Playern der UMG, mit den Ärzten, Wehner Krankenhaus, mit der HAWK, wenn es um die Fachkräfteentwicklung geht. All diese Dinge sind die großen Chancen, uns halt eben auf die Zukunft auszurüsten und nicht zu meckern, sondern zu machen, wirklich die Chancen zu nutzen, bestmögliche Zeit am Patienten und für die Versorgung zu nutzen. Malte, vielleicht magst du noch. Ja, das kann ich ein Stück weit ergänzen. Herr Näder, Sie hatten von Erfolgsgeschichten gesprochen und da möchte ich auch diesen Begriff aufnehmen. Herr Jarasch hat es angesprochen, wir werden umziehen. Und diese Erfolgsgeschichte, die ich meine, die ist letzten Endes im Ursprung 30 Jahre her, wo Ihr Vater und Sie gemeinsam die Forschung Biomechanik im Bereich der Orthopädietechnik überhaupt etabliert haben, mit dem Gedanken, das, was wir dort als Produkte auf den Weg bringen wollen, tatsächlich auch zu verstehen, Biomechanik dort mit einzubringen, um diese Produkte, so wie sie in ihrer Funktionsqualität in unserer Firma dort einmalig im Weltmarkt zu finden sind, so in die Bahn zu bringen. Also von daher 30 Jahre Kontinuität und wir haben jetzt eine neue Spielwiese. Sie hatten vorhin auch den Begriff genannt, Garagenaktivitäten. Wir ziehen jetzt raus aus einer kleinen Garage, eine größere, um dort eben genau das fortzusetzen, was Sie dort damals auch angestoßen haben. Also worum geht es letzten Endes auch an diesem Standort? Also wir hatten ja verschiedene Begriffe gehört, Netzwerken etc. Unser Tun und Schaffen dient am Ende des Tages natürlich der Patientenversorgungsqualität und da wollen wir das Bestmögliche tun. Und Wissenschaft, da steckt Wissen und auch Schaffen drin. Das heißt also, wir wollen auch die Netzwerke, die angesprochen wurden, mit den universitären Partnern dort noch weiter verstärken. Wir sind gerade dabei, den Studiengang der Orthobionik, der ein sehr großes Erfolgskonzept gewesen ist an der PFH. Danke Ihnen auch, Herr Albe, dass Sie dieses mit unterstützt haben, dort am hiesigen Standort zusammen mit den neuen Partnern fortzusetzen und dort auch die Spielfläche für die Zukunft und vor allem auch für die Ausbildung der Nachwuchskräfte weiter fortzusetzen. So was macht man im Bereich Forschung und Biomechanik. Wir gucken uns an, dass unsere Produkte dann so funktionieren, wie sie am Ende des Tages sollen, um dann eben dem Patienten den größten Nutzen bringen zu können. Und an der Stelle möchte ich gerne die Brücke bauen zur lieben Patientin, zur lieben Anwenderin, die wir hier haben. Auch hier die Überführung disruptiv von Prothesentechnologien in die Orthetik. Und wenn man sich anguckt, wie mobil sie ist, das kannst du auch gleich mal auf der Bühne vorführen, dann kann man sagen, dass wir die Zusammenführung oder Überführung verschiedener technologischer Konzepte dann in verschiedene Anwendungsbereiche recht gut hinbekommen haben. Und das soll auch ein Stück weit die Motivation für die jüngeren Leute hier im Raum sein, die sich mit Studien oder Studium beschäftigen, um eben einfach zu schauen, was man mit konzentriertem Umsetzen von Wissen am Ende des Tages für eine Lebensqualität schaffen kann. Elke, deine Bühne. Ja, schönen guten Tag, ich bin die Heike Altenhain und habe das Glück, seit 4 Jahren Siebres laufen zu dürfen. Ganz kurz zu mir, ich habe durch eine Operation ist mein rechtes Bein gelähmt, ich habe keine Kontrolle mehr darüber, bin viele Jahre komplett steif gelaufen. Das müssen Sie sich vorstellen, das geht vom Kopf, vom Knöchel bis Fuß durch den ganzen Körper. Ich habe einen vollen Auftritt immer in steife Beine rein und hatte dann eine Orthese, die in der Schwungphase auf war und beim Fersenauftritt gesperrt war, wenn ich Glück hatte. Das kann natürlich passieren, dass sie dann mal nicht aufging oder sie ist nicht zugegangen. Also ich musste den ganzen Tag, war ich beschäftigt damit, ist sie auf, sie zu, auf, zu. Also das macht schon was mit einem. Und ich bin unheimlich dankbar, dass Otto Borg wirklich, ich sage mal, an uns Neuros gedacht hat, weil wir waren wirklich stiefmütterlich behandelt. Wer läuft heutzutage mit einer gesperrten Prothese, also einem gesperrten Kniegelenk als Prothesenläufer in Deutschland? Ich glaube, das ist die Minderheit. Und ich bin unheimlich dankbar, dass ich dazu gehöre, Ziebreis laufen zu dürfen. Und ich zeige jetzt einfach mal ein paar Meter, was ich so kann, was mir wieder möglich ist. Ich
muss dazu sagen, wenn man mir die Orthese jetzt wegnehmen würde, dann müsste ich ein Taxi bestellen, dann ging hier nichts mehr. Also ich laufe jetzt wirklich, für mich ist das, auch wenn ich noch ein bisschen schwanke, also für mich ist das ein super Gangbild, aber ohne Orthese mache ich keinen Schritt. Das darf man nicht vergessen in dem Moment. Dieses? Das funktioniert doch nicht, oder? Hallo? Ja, doch, das funktioniert doch. Ich kann alternierend Treppe runtergehen, ich kann Rampe runtergehen, ich kann richtige Hänge runtergehen. Das ist, für mich ist das super. Also ich bin total begeistert von dem Gelenk und ich seit letztem Jahr laufe ich Skilanglaufen. Das ist wirklich, das ist, dass man... Und das Schöne ist, das hat mir auch keiner gesagt, mach doch mal, probier doch mal. Nee, ich habe das Hybris gelaufen und entdecke jedes Mal, also alle halbe Jahre eine neue Funktion. Das ist einfach toll. Man traut sich wieder Sachen und das ist für mich ein Riesenmehrwert, meinen ganzen Körper wieder zu bewegen. Fahrradfahren, ja toll, ist auch eine schöne Sache, wenn man Fahrrad fährt. Aber wenn man 25 Jahre nie den ganzen Körper mehr bewegt hat und ich war früher echt sportlich, dann ist das einfach zu wenig gewesen für mich. Wenn man einmal ein bisschen Blut geleckt hat, dann möchte man natürlich ein bisschen mehr, ist ja auch so. Deswegen bin ich immer froh, dass die Technik weitergeht. Also Skilanglauf ist super möglich, macht irre Spaß und ja, ich kann nur Danke sagen für dieses tolle Seabrace. So, erstmal Ihnen nochmal vielen, vielen Dank. Aber jetzt die Überleitung, all das ist ja nur möglich durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und biomechanische Forschung und Zusammenarbeit mit ganz anderen Fakultäten aus dem universitären Umfeld. Und deshalb ist diese Universität hier in Göttingen, die auf der ganzen Welt berühmt ist, wenn ich nach Tokio komme, oh, Göttingen. Wenn ich nach Göttingen komme, Göttingen, aber das ist ein Göttinger Problem, das ist kein Tokio-Problem. So, und wenn wir das schaffen, gemeinschaftlich aus diesem Konvolut dieser Stadt die Wissenschaft, Ausgründung, Erfindung, Zusammenarbeit, auch totale Crossover-Zusammenarbeiten, die entstehen können, dann haben Sie alle großen Anteil daran. Und Joachim Kreuzburg und ich sehen uns so ein bisschen als die Mikromotoren, die da auch Speed reinbringen können, weil wir natürlich im Rahmen der Wirtschaft sind unsere Entscheidungsprozesse etwas schneller, pragmatischer. Ich freue mich auf die Landtagswahl. Ich freue mich auch, wenn Niedersachsen Geschwindigkeit aufnimmt. Aber ohne die Wirtschaft, ja, die da Fuel reinbringt und Momentum reinbringt und einfach sagt, anstatt lange schnacken, nicht rein in den Nacken, sondern machen. Herr Wühl, wie wir das damals gemacht haben, hat Göttingen und die Region viel, viel Potenzial. Liegt aber immer an den Menschen. Was da Rolf Jarasch noch vergessen hat, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wir haben, wenn ihr voll auf Sendung seid? Im Haus 75, aber natürlich eng vertaktet mit der UMG, mit
dem Wiener Krankenhaus, mit unseren Partnern und Kunden in der Region, mit den Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen, nicht nur hier, sondern in der ganzen Welt. Mit diesem User-Centric hat sich auch unser Patient Care Netzwerk weltweit vergrößert. Und wir versuchen ja, Produkt zu verheiraten mit Care und das Ganze, wie wir eben so schön von Ihnen gehört haben, einfach anwenderzentriert. Warum machen wir das? Nicht, weil wir irgendwelche Geschichten erfinden wollen, sondern dass Sie Ihr Leben nicht, wie dieses schreckliche Wort Inklusion sagt, sondern dass Sie Ihr Leben möglichst normal leben können. Das ist das Ziel. Transformation wird uns die nächsten Jahre ganz schön beschäftigen. Transformation kann auch durch Innovation kommen. Ich kann Ihnen hier nur ein neues Produkt zeigen im Rahmen der Neuroorthetik. Mit diesem Wi-Fi-Kanal, Malte Bellmann, 15 Kanal, Full-Body-Stimulationsanzug, kann man zum Beispiel einen Teil der Patienten, die an MS leiden, wieder mobilisieren, kann man aber auch Schmerzpatienten Linderung bieten. Und wenn Sie vor sich eine junge Frau oder einen jungen Mann sehen, der wirklich unter diesem Spasmus leidet, im Rollstuhl sitzt und was dann Technologie bringen kann und nach wenigen Stunden derjenige oder diejenige laufen kann. Können Sie sich vorstellen, wie viele Tränen da fließen, wenn Erfindung Purpose hat. Wir haben in den letzten Jahren unser Konvolut an IP übertragen, nicht nur von der Prothetik in die Neuroorthetik, sondern auch in den Bereich der Exoskeletals, rein biomechanisch, aber auch gepowerten Exoskeletals. Und ich war gerade ja in Oakland bei SuitX, einem Tochterunternehmen, Ausgründung aus Berkeley University. Und das ist schon verrückt, was da noch kommen wird an Unterstützung für Menschen, die einen Schlaganfall hatten, die wieder zu mobilisieren und viele, viele andere Themen. Und erfinden macht Spaß. Deshalb kann ich nur die Jungen, die die Möglichkeit haben, zu lernen, in die Welt zu gehen, ermuntern, lernt was, dann könnt ihr die Welt verändern. Durch Wissen. Wissen ist ein ganz schön machtvolles Instrument. Und Wissen macht ja auch noch Spaß, wenn man was weiß. Sartorius Quartier, wir sind dabei jetzt in den fast letzten Zügen. Im ersten Quartal werden wir unseren Drehmomentgeber hier im Sartorius Quartier eröffnen. Und eigentlich gestern Nacht, als ich im Flieger nicht schlafen konnte und meine Zettel da auf der Erde verstreut hatte, habe ich gedacht, ich versuche Ihnen noch so ein paar Sachen mit auf den Weg zu geben. Diese disruptiven Veränderungen, die werden immer weiterkommen. Und ich war gestern in dem größten Rehabilitationszentrum der USA, und wenn Sie sehen, was da alles an Sensoren und was Sie alles messen können, Overflow an Informationen kann natürlich auch zum Handicap werden, aber was alles an Innovationen kommt, Wahnsinn. Und wenn Sie das Ganze verbinden, von dieser Innovation nutzen und dann aber der Gesellschaft auch wiedergeben, durch Erfindung, richtige Erfindung,
die das Leben beeinflussen, ist eigentlich das Schönste, was man machen kann. Was braucht es? Es braucht Passion. Die Amis sagen so schön Passion. Gab es auch mal so ein schönes Lied. Und sie müssen auch ein bisschen Kuckuck sein. Ja, also ich kann Sie nur ermuntern, kommen Sie aus Ihrem Kokon raus und denken Sie mal anders. Werden Sie beschimpft werden in der Zeitung oder von Ihren Kollegen, aber versuchen Sie mal Dinge anders zu denken. Und das Ganze braucht Emotionen. Denn Emotionen ist das Stärkste, was wir zu bieten haben als Menschen. Und wenn Sie das Ganze mit Empathie verquicken können, wird es sogar noch ein bisschen einfacher. Und ich habe das Glück, dass meine Eltern irgendwie in mich dieses Thema Empathie ein bisschen reingemixt haben und eben auch mir einen Tropfen emotionale Intelligenz injiziert haben. Das andere, also Mathematik oder Physik zu studieren, Herr Wiebel, keine Chance bei mir. Ja, da gehe ich dann lieber mit Herrn Tränen nach Argentinien auf dem Acker und wir züchten schöne Rinder. Aber jeder hat eben so, ist wie in einer Band, wie bei den Rolling Stones. Der Jagger kann eben was anderes als der Keith Richard. So, und das Ganze zu verbinden mit Fokus und Execution, also nicht nur Fokus. Irgendwann muss man dann eben auch sagen, so, wir machen das. Und wir machen es auch mal nicht, obwohl wir nicht wissen, ob es funktioniert. Gehört auch dazu. Und was uns die Amerikaner vormachen, die machen einfach. Als ich dann so crazy war und den ersten Tesla, der nach Deutschland gekommen ist, gekauft habe, weil ich wissen wollte, wie dieses Ding funktioniert. Ja. Das schlechteste Auto, was ich in meinem Leben gehabt habe, ist auseinandergefallen. Dann ist mir so ein Sauftaxi in Berlin hinten reingefahren. Da haben die Ersatzteile dann 2 Jahre gedauert. Dann ist mir auf dem Weg in Skiurlaub, habe ich 8-mal irgendwo eine Steckdose gesucht. Also, und trotzdem transformatorisch. Ja? Oder auch SpaceX, was in Amerika wird einfach gemacht. Da fliegt einem auch mal so eine Rakete um die Ohren, aber das gehört dazu. Und der liebe Einstein, und vielleicht ist da kein Geheimnis, ich bin im Sommer immer in Kaput am Schwielosee. Um die Ecke ist meine Mutter in Potsdam-Hermannswerder auf die Schule gegangen und Einstein ist einmal zum Segeln gegangen. Da gibt es auch so ein schönes Pfeif auf die Welt und tralala. Aber der Einstein hat was Gutes gesagt. Nobody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Da kann man viel drüber nachdenken und das dann auch auf die Politik übertragen, kann man auf viele Bereiche im Leben übertragen. Zum Erfinden gehört aber auch Glaube, an was glauben, Vertrauen und Verlässlichkeit. Und diese vielen Dinge, die sich hier im Raum über die Jahrzehnte entwickelt haben, Wolfgang Neute, unser, wie sagt man das, Senior-Bürgermeister, das haben wir in Duderstadt über Jahrzehnte gemacht, Vertrauen und Verlässlichkeit. Und auf einmal hat Göttingen auf Duderstadt geguckt. Was machen die da im Eisfeld anders? So. Und über die Jahre haben sich ja in der Region so unheimlich verlässliche Beziehungen gebildet. Beziehungen hat im Deutschen immer so eine komische Geschichte, Beziehungen. Relations hört sich irgendwie besser an. Und die sind aber verlässlich und die sind auch eine große Basis, um zu erfinden, um Dinge zu verändern und um Menschen zu begeistern. Und Begeisterung gehört ja auch
dazu. Und das Ganze kann man heute in ESG packen, kann man sagen, das ist alles Teil von ESG, Environmental, Social und Governance, gehört aber dazu, denn jetzt komme ich gleich auf die große Krux. So, für diejenigen, die sich damit beschäftigen, das Monster heißt Polycrisis. Ich habe das Octopus-Crisis genannt, weil Oktopusse mir sehr sympathisch sind. Ich habe sogar mal irgendwann aufgehört, Oktopussalat zu essen. Das sind meine Freunde, ich kann die ja nicht da mit Olivenöl und Tralala in mich reinschroten. Da hilft auch kein Knoblauch, die sind mir hoch sympathisch, die Burschen. Bis ungefähr Februar diesen Jahres waren wir noch im Glauben, ein bisschen Inflation. Was macht denn der Putin da? Februar, dokumentiert. Und seit Februar hat sich diese Oktopus-Krisis entwickelt. Nicht nur in den großen Themen, die wir im Sommer erlebt haben. Ich glaube, uns allen ist klar geworden, was Klima-Change bedeutet. Wenn Sie in Berlin sitzen bei 40 Grad und sagen, was ist denn jetzt los, wenn Sie durch Brandenburg fahren und da gibt es kleine Wirbelstürme. Oder wenn Sie gucken, unser geliebtes Mallorca, und da fegt ein kleiner Hurrikan nach dem anderen durch. Und Klima war uns seit vielen Jahrzehnten bekannt. Und wir haben es weggedrückt. Covid, ach du je, Covid, kommt jetzt wieder im Herbst. Und wenn ich mit Karl Lauterbach telefoniere, der sagt immer, nee, da sind der Einzige, der nicht mit mir schimpft. Okay, ich sage, Sie sind ja auch der Minister und tralala. Covid wird uns wieder beschäftigen jetzt im Herbst. Demografie, Mitarbeiter fehlen in vielen Bereichen. Wussten wir doch, das wussten wir seit Jahrzehnten. Und wir haben nichts gemacht, wir haben keine qualifizierte Zuwanderung gemacht. Wir hätten das alles gut managen können, wenn wir uns mal angeguckt hätten, was machen die Australier, was machen die Kanadier. Krieg kannte ich von den Erzählungen meiner Eltern und aus dem Fernsehen. Dieser Krieg in der Ukraine macht uns, glaube ich, allen Angst. Und wenn ich in den letzten Tagen sehe, wie dieses Atomschlagthema hochgekocht wird, dann kann ich nur sagen, man kann bestimmte Dinge auch herbeireden. Und es braucht jetzt die Diplomatie. Und wo sind eigentlich die Diplomaten? Wo sind eigentlich Leute wie ein Henry Kissinger oder andere? Die sind irgendwie im Moment nicht da. Und auch eine Angela Merkel, egal wie wir nachher mit ihr geschimpft haben, ja, auch die würde gebraucht, denn die würde höchstwahrscheinlich jetzt zu Putin hinfahren und sagen, jetzt müssen wir reden und den Macron mitnehmen. Aber auch die fehlt. Dann, wann gab es das schon mal, dass der Euro zum Dollar in einem Jahr 20% verloren hat. Was bedeutet, die Kapitalmärkte, die Währungssysteme haben die Schwäche Europas in diesen Wertverlust eingepreist. Wenn Sie jetzt im Sommer unterwegs waren, es war ja überall voll Amerikanern, die sich natürlich gefreut haben, Europa günstig. Aber im Endeffekt ist auch unser Geld im Portemonnaie weniger wert geworden. Zinsen. Unser Bankdirektor von der Sparkasse in Duderstadt, wie lange gab es kaum Zinsen? 10 Jahre. Dann haben die mit Negativzinsen angefangen, da habe ich gesagt, ihr seid ja wohl verrückt geworden. Gott sei Dank hat die Geschichte euch überholt. Aber
der heute bauen will. Zins für Bau, bald 4% höchstwahrscheinlich. Und Volkswirte gehen davon aus, dass wir 10% Inflation in den Wintermonaten, sehen werden. Habe ich nicht erlebt in meinen 61 Jahren. Und das hat aber ganz neue Bedeutung. Das bedeutet auch, dass egal wie wir uns strecken, wie die Unternehmen sich strecken, wie die Gesellschaft sich streckt, erstmalig Reallöhne sinken werden. Darauf ist keiner vorbereitet. Und ich bin sehr skeptisch, was uns im Winter noch passieren wird, wenn Corona-Leugner, Reichsbürger und Systemgegner sich vereinen, höchstwahrscheinlich mit russischer Propaganda von hinten gefühlt. Und da kann einem schon ein bisschen Angst und Bange bleiben. Deshalb müssen wir alle dafür sorgen, dass dieser gesellschaftliche Zusammenhalt auch funktioniert. Auch wenn es mal rumpelt. Wann wurde das so präsent, dass eigentlich ein Weltkrieg zwischen Demokratien und Autokratien? Es gibt zwei Systeme. Wir haben gedacht, wenn wir Sanktionen machen, dann war es das mit Putin. Aber es gibt eine andere Hälfte der Welt, die mit Autokraten viel entspannter umgeht. Energie. Wir brauchen jetzt ganz schnell einen intelligenten Deckel auf Gas und Strom. Intelligent. So, weil sonst werden ganz viele Menschen in Deutschland, wenn sie es nicht schon haben, Existenzängste bekommen, wenn sie ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen können, wenn sie ihre Gasrechnung nicht mehr bezahlen können und wenn ihnen die Grundlage zum Leben weggezogen wird. Also da muss die Politik jetzt handeln. Heute treffen sich ja die ganzen Akteure in Luxemburg, Brüssel, irgendwo, nee, in Ungarn. In Ungarn. Und auch das wird nicht einfach sein, weil das heute noch reiche Deutschland natürlich mit diesen 200 Millionen da rumwedeln kann und andere Länder das nicht können. Es braucht eine europäische Lösung, denn das Schlimmste, was passieren kann, dass vom Hintergrund dieser Energiekrise Europa auseinanderbricht. Rezession. Wir kennen doch nur Wachstum in den letzten 30 Jahren. Ein Schrumpfen der Wirtschaft bei Inflation, Halbstagflation, und das kennt überhaupt keiner von uns. Haben wir noch nie erlebt. Kapitalmärkte im Eimer, Lieferketten disrupted, China macht zu, ganz viele Firmen sitzen und warten auf Vorprodukten aus China. Und dann, was habe ich geschrieben, etc. pp. Aber das reicht ja eigentlich, ne? Also ich habe das noch nie in der Komplexität erlebt und ich glaube, keiner von uns. Soll uns aber bitte keine Angst machen. Die Lösung ist gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und das ist ja nicht Gott gegeben. Dafür muss man was tun. Mal mit dem Nachbarn reden, mal fragen, drückt es irgendwo, kann man helfen, sich um die Mitarbeiter kümmern, insbesondere um die unteren Lohngruppen und überlegen, wie kann man helfen. Und die Erfindung wird uns helfen können in vielen Bereichen. Dafür braucht es aber Fokus. Dafür braucht es, Herr Wühl, Leute, die den Hut aufsetzen und sagen, ich stehe für meine Erfindung und ich will das zum Erfolg fühlen. Es braucht Bildung, denn Frieden in der Welt können wir durch Bildung schaffen. Wenn die Menschen Bildung haben, haben die auch Nahrung. Und es braucht Diplomatie und mir fehlt eigentlich im Moment Diplomatie vorne und hinten irgendwie. Weder der Zelensky will aufhören,
der andere will auch nicht aufhören und eigentlich keiner. Wo sind die diplomatischen Initiativen? Wo sind die Persönlichkeiten, die zu Frieden führen? Ich will dem lieben Kollegen Erdogan da nicht zu nahe treten. Er wird es höchstwahrscheinlich nicht sein, weil er profitiert gerade. Vielleicht ist er auch so ein Oktopus am Bosporus. So, und das wollte ich eigentlich mit Ihnen noch teilen zum Schluss. Aber Angst braucht man nicht haben. Angst ist kein guter Berater. Sondern wir müssen miteinander uns diesen Themen stellen. Deutschland hat 30 Jahre profitiert. 30 Jahre. Und wir haben diese Friedensdividende aufgenossen. Die Amerikaner machen Verteidigung, die Russen liefern Strom, den Chinesen haben wir die Technologie gegeben. Und jetzt müssen wir mal wieder ran und höchstwahrscheinlich können wir das aber auch ganz gut in Deutschland, wenn wir es gemeinsam machen. Danke für die Ehrung heute. Sie sehen mir nach, dass es jetzt ein Konvolut interaktiver Gedanken war. Aber auch das ist ja das, was wir eigentlich hier machen wollen gemeinschaftlich. Und ich freue mich und wünsche Ihnen, jetzt ein schönes Wochenende eigentlich. Und irgendwie haben wir auch noch ein paar Eiszelder Happen mitgebracht, denn auch das gehört ja dazu. Ne? Bierchen trinken, ein bisschen miteinander sein. Dankeschön. Ach so, oh, den Knaller habe ich ja vergessen. Also, wie viele Jahre gibt es die Südniedersachsen-Stiftung? Carsten Ley? Wie viel? 15 Jahre. Es gab vielfältige Versuche, eine Dachmarke zu machen. Aus 15 Jahren Leidensweg habe ich mir erlaubt, und ich weiß ja, dass es im Moment im politischen Raum wieder Initiativen gibt. Auch Joachim engagiert sich da massiv. Und ich habe gesagt, sieh es mir einfach nach. Ich versuche mal, meine Gedanken aus den letzten 15 Jahren zusammenzufassen. Wie wäre es eigentlich mit Life Science Valley Region Göttingen? Könnte ja passen. Gucken wir mal, was aus den Exkursen so rauskommt. Dankeschön.